Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall. Ich bin hier auf der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse zu München und neben mir sitzt gerade der Investmentmanager Ronald Stöferle aus Wien. Hallo Ronald. Servus Lars und hallo an alle Hörer. Sag mal, ich bin hier hingefahren mit der Überzeugung, wenn ich die Leute hier frage, was sie derzeit von Herrn Draghi halten, aufgrund dessen, dass die Zinsen ja noch einmal runtergeschraubt worden sind, dass ich da ein positives Feedback bekommen werde, so à la Super Mario. Was sagst du dazu? Ich kann Super Mario, kann ich auch sagen, ja, aber nur eigentlich, ich kann meine Ironie oder meinen Sarkasmus nicht verbergen. Ich denke, die Angst vor der bösen, unter Anführungszeichen, Deflation, die die EZB, aber auch natürlich die FED im Moment haben, ja, haben die EZB dazu bewogen, die Zinsen jetzt nochmal abzusenken. Sie denken, dass das die Lösung sein kann, dass endlich der Konsum anspringen wird. Ja. Und sie haben im Endeffekt keine Ahnung, dass das, was wir jetzt im Moment sehen, dass das endogene Ursachen hat, ja, und die Krise einfach systemimmanent ist. Ja. Und mit, würde ich mal sagen, mit monetärem Morphium oder monetären Antibiotika, die jetzt da so relativ günstig verteilt werden, werden wir diese Krise sicherlich nicht lösen, wir werden sie im Endeffekt nur verlängern. Aber da bin ich halt mit meinem Blickwinkel, der eben stark geprägt ist durch die österreichische Schule der Nationalökonomie, bin ich halt ein ziemlicher Exot im Vergleich zu dem Heer an Monetaristen und vor allem Keynesianern. Ja, sage mal, warum ist denn eigentlich ein niedriger Zinssatz so gut für Gold oder Edelmetalle im Allgemeinen? Ganz einfach, weil die Opportunitätskosten gering sind. Gold zahlt keine Zinsen, was wir tagtäglich auch hören von den Goldhassern. Muss es auch nicht, weil es kein Kontrahentenrisiko gibt, ja, weil es quasi die allerhöchste Bonität hat, die es gibt, ja, und eine Bonität, die sich im Laufe von 5000 Jahren manifestiert hat. Aber je höher eben die Realzinsen sind, desto höher sind natürlich die Opportunitätskosten, Gold zu halten. Das heißt, wenn wir stark positive Realzinsen haben, ist es natürlich weniger attraktiv, weil es mich einfach mehr Geld kostet, Gold zu halten. Da sind andere Anlageklassen einfach attraktiver. Aber dadurch, dass wir eben diese massive Überschuldung haben, nicht nur auf der Ebene der Staaten, sondern auch auf Ebene der Kommunen und natürlich auf der Ebene der Privaten, ist es im Sinne des Systems, dass die Zinsen, diese Schuldenlast weginflationiert werden soll. Ja? Und dann kommen wir auch schon wieder zur Eingangsfrage. Diese Angst vor der Deflation, ja, die Notenbanker haben, rührt natürlich daher, dass, wenn ich massiv überschuldet bin, ist natürlich Deflation das absolute Horrorszenario. Ja? Es ist auch für den Staat ein Horrorszenario, weil einerseits die Banken massiv darunter leiden würden, wenn eben das Vertrauen in Staatsanleihen dann einmal kollabiert. Es ist ein massives Problem für den Staat, weil die Vermögenswerte rückläufig wären, ja, und somit auch die Steuereinnahmen rückläufig wären. Deshalb ist es eben ein Schreckensszenario, dass es, koste es, was es wolle, gilt zu vermeiden. Ja. Und damit meine ich wirklich, koste es, was es wolle. Und ich habe heute in der Früh lustigerweise das Lied tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und es hat Zoom gemacht. Ja, das habe ich heute in der Früh gehört und so kommt es mir vor. Ja. QE 1, 2, 3, 4, neue Tricks aus der Trickkiste oder der Werkzeugkiste der Notenbanker und es ist eigentlich noch nichts passiert, aber irgendwann wird es dann einmal Zoom machen. Ja. Und dann ist die Preisinflation, dann ist sie da und kann auch nicht mehr eingefangen werden. Erhöhen wir eigentlich dann nur die Höhe, von der der Sturz abwärts beginnt? Definitiv. Ist das kurzfristig, ist das Inkompetenz, ist das beabsichtigt? Nein, es gibt den schönen Satz, Leben will überleben. Und im Endeffekt, wenn ich Politiker bin oder Notenbanker, dann versuche ich halt einfach, eben koste es, was es wolle, dieses System irgendwie zusammenzuhalten. Ja, das ist halt wie ein Jongleur, der zu viele Bälle in der Luft hält. Ja, das kann nicht gut gehen. Ja, aber diese kollektive Korruption, von der Professor Pollett spricht, ja, das heißt, so viele Leute sind mittlerweile einfach davon abhängig, dass das System irgendwie weiter funktioniert. Ja,
die ist nicht zu unterschätzen und deshalb denke ich auch, dass es wesentlich länger noch gehen kann, als wir uns alle vielleicht vorstellen können. Ja? Also es gibt da noch viele verschiedene Tricks. Ja? Es wird halt natürlich immer sozialistischer, immer weniger marktwirtschaftlich, ja? und wir sind jetzt sicherlich schon in einer Phase, die ziemliche monetäre Perversionen in sich trägt, ja? Die sicherlich nicht gesund ist, ja? Aber das kann, glaube ich, noch wesentlich perverser und abnormaler werden, bevor es dann im Endeffekt wirklich kippt. Du meinst dann dementsprechend auch, dass die nächsten Jahre noch schlimmer werden als die wir jetzt im Zeichen der Finanzkrise erlebt haben? Naja, Best Case wäre so ein langsames Dahinsiechen, ja? So wie schon eigentlich in den letzten Jahren. So ein bisschen so ein japanisches Szenario wäre sicherlich Best Case. Aus Sicht der österreichischen Schule ist eben die Deflation eine Verringerung der Geldquantität, aber eine Steigerung der Geldqualität. Ja? Das heißt, aus Sicht der österreichischen Schule wäre eben so eine deflationäre Bereinigung wäre gesund. Ja? Ein reinigendes Gewitter. Ja? Dadurch, dass das aber vermieden wird, ja, und da quasi massiv monetäre Antibiotika verteilt werden, ja, werden natürlich auch die Schmerzrezeptoren, die werden quasi, die leiden darunter. Ja. Und Schmerz ist grundsätzlich ein positives Signal. Und wenn man da quasi drüber arbeitet, ja, dann werden diese Signale nicht wahrgenommen. Und das endet dann halt oft fatal. Ja. Aber ich glaube, also wenn es jetzt rein um die Notenbanken geht, die haben dann noch sehr, sehr viel im Köcher. Ja? Stichwort nominelles GDP-Targeting, wo dann quasi die Notenbank festlegt, okay, wir wollen heuer oder wir brauchen heuer ein Wachstum von 3%, ja, und wir drucken dann einfach so viel, bis wir das erreichen. Ja? Oder halt eben diese Forced Credit Expansion, ja, wo halt die Banken dazu angehalten werden, endlich wieder Kredite zu vergeben, ja, damit wir endlich wieder mehr konsumieren. Ja? Oder was eben auch Bernanke in seinem berühmten Aufsatz 2002 geschrieben hat, wo er eben ganz genau abarbeitet, was die Fed machen kann im Zuge einer deflationären Abwärtsspirale, dieses Helikoptermoney. Und das bedeutet einfach, dass die Fed wesentlich enger mit der US-Regierung zusammenarbeiten soll und dann es dann für die Mittelschicht eine massive Steuersenkung geben sollte, die von der Fed finanziert wird. Also diese zusätzlichen Schulden werden von der Fed finanziert. Und so würde man kurzfristig natürlich wieder den Konsum forcieren, ja, und der würde sicherlich massiv anspringen. Das Kreditwachstum würde wahrscheinlich wieder zulegen. Und dann wird es interessant, weil das wäre im Endeffekt der Moment, wo dann eigentlich die Notenbank eben die Liquidität wieder zurückfahren müsste. Ja. Und dann, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu spät geschehen wird. Also insofern, ich glaube, das wird noch länger so weitergehen, ja, und je länger es andauert, desto tiefer wird der Fall werden. Und der Aufstieg des Goldes wird umso höher gehen? Ja, also ich weiß nicht, ob der Goldpreis in 3 Wochen, in 3 Monaten höher oder tiefer steht, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich glaube, ist auch langweilig. Ja, genau, ja. Und das sind aber langfristig, denken mittlerweile die wenigsten Leute. Und das hat natürlich auch mit unserem Geldsystem zu tun, ja. Aber die sogenannte Zeitpräferenz verändert sich massiv, ja. Wenn ich keine Zinsen mehr bekomme, dann macht es natürlich keinen Sinn zu sparen, ja. Vollkommen klar, dass da eben der Konsum künstlich stimuliert wird. Aber wie gesagt, in 3 Jahren oder in 10 Jahren bin ich mir sicher, dass Gold im Vergleich eben zum Dollar, zum Euro und so weiter massiv an Kaufkraft gewinnen wird, ja, beziehungsweise Dollar oder Euro massiv an Kaufkraft verlieren werden. Ja. Das ist einfach nur eine Frage der Perspektive. Vielen Dank. Danke. Ich sitze jetzt hier mit Volker Hellmeier, dem Chefanalysten der Bremer Landesbank. Und die erste Frage wäre, Volker, wie beurteilst du die Entscheidung der EZB, noch einmal die Zinsschraube nach unten zu drehen? Ich war sehr überrascht. Ich hätte von der EZB erwartet, dass man mit diesem potenziellen Zinsschritt spielt, ihn aber nicht nutzt. Ich beurteile ihn in die Richtung, dass man mit diesem Zinsschritt
eine Reaktion am Devisenmarkt hervorrufen wollte. Der Anstieg des Euros war unwillkommen. Wir haben in den Reformländern Lohnstückkosten deutlich gesenkt, die Konkurrenzfähigkeit der Länder wiederhergestellt am internationalen Markt. Und das drohte durch den Anstieg des Euros zu großen Teilen neutralisiert zu werden. Also ein Bezug zum Devisenmarkt, weniger ein konjunktureller Bezug. Der zweite Aspekt für diese Zinsentscheidung liegt fraglos darin, dass man die südeuropäischen Banken in die Kreditvergabe damit zwingen will, weil ansonsten die Geldanlage eben nichts bringt. Und das ist dann am Ende eine kaufmännische Entscheidung, dass die Risiken im Kreditgeschäft damit überschaubarer werden. Also, es gibt Gründe dafür, für diesen Zinsschritt. Dennoch erachte ich dieses Zinsmanöver als durchaus riskant, weil schlussendlich mit einem solchen Zinsniveau Inflationsrisiken mittelfristig, langfristig erhöht werden, Blasenbildung, also Verwerfungen in der Bewertung von Wirtschaftsaktiva einhergehen können. Das steht heute noch nicht fest, aber das ist das Risiko, was man sich damit einkauft. Ergo zum jetzigen Zeitpunkt durchaus vertretbar. Ich wäre aber eher auf der Seite von Herrn Weidmann gewesen und hätte diesen Schritt nicht gewählt. Ist es grundsätzlich so, dass Zentralbanken mit die größten Spekulanten sind oder zumindest die sogenannten Spekulanten befeuern, ihnen Mittel an die Hand geben, ihr Werk zu tätigen? Sie sind in meinen Augen nicht notwendig die größten Spekulanten, aber das Risiko besteht in der Tat, dass sie damit Bewegungen forcieren, die im Grunde genommen überhaupt nicht mit dem Stabilitätsauftrag im Einklang stehen. Ich nehme die EZB dabei aber ganz bewusst heraus. Es gibt einen ganz riesigen Unterschied zwischen der Federal Reserve und der EZB. Während die Bilanzsumme der EZB in den letzten 12 Monaten um 24% gesunken ist und damit Liquidität zurückgeführt worden ist und damit potenzielle Risiken minimiert worden sind, ist die in den USA um 26% ausgeweitet worden. Das ist also wie ein Spagat beim 52-Jährigen, das will man an sich nicht sehen. Und insofern sind die Qualitätsunterschiede in der Politik der Zentralbank zwischen EZB und Federal Reserve nach wie vor extrem groß. Aber an der Zinsschraube, wenn man an der Zinsschraube dreht, hat das eben auch einen Effekt für potenzielle Blasenbildung und potenzielle Inflation. Insofern riskant ja, vertretbar auch. Aber wichtig ist mir, den Unterschied zwischen Federal Reserve und EZB hier nochmal ganz deutlich zu machen. Spielt die Federal Reserve mit ihrem besten Pferd, dem Dollar, und dessen Wohlergehen? Mit Sicherheit auch. Also ich gehe davon aus, dass man bewusst über die Zentralbankpolitik eine Inflationierung im Inland erreichen will, die schlussendlich auch dazu beiträgt, bei finanzieller Repression die Staatsschuld in den Griff zu bekommen. Das haben die USA nach dem Zweiten Weltkrieg schon einmal gemacht, haben gute Erfahrungen damit gemacht, und für mich sieht es danach aus, dass es ein ganz bewusster Prozess ist, der hier angestrengt wird. Wie beurteilst du, wie sich die Edelmetalle dieses Jahr geschlagen haben? Sehr, sehr schlecht. Und es ist nahezu an Absurdität kaum zu übertreffen, was hier passiert ist. Fakt ist, dass im Oktober letzten Jahres Gold bei 1750 Dollar stand. Und genau zu diesem Zeitpunkt die Liquidität durch die US Federal Reserve drastisch erhöht worden ist durch die Ankaufprogramme. Das ist seinerzeit im Herbst beschlossen worden. Also unter faktischen Gesichtspunkten hätte der Goldpreis anschließend aufgrund der Erhöhung der globalen Überschussliquidität steigen müssen. Dann haben wir im Frühjahr gesehen, dass bei dem Thema Tapering der nächste Absturz des Goldpreises initialisiert wurde. In dem Moment, wo die Japaner monatlich zusätzlich 60 Milliarden ankaufen, also jetzt waren es nicht mehr 85 Milliarden wie seit dem Herbst, sondern ab Frühjahr 145 Milliarden Überschussliquidität, und der Goldpreis ist nochmal abgestürzt. Das ist sachlich im Grunde genommen unfundiert, und deswegen bin ich für die Edelmetalle optimistisch. Die Grundlage für eine deutliche Höherbewertung dieser Aktiva im mittelfristigen, langfristigen Zeitverlauf hat sich schlussendlich erhöht. Wenn wir sehen dann noch, dass das physische Metall von West nach Ost, nach Fernost geht und insbesondere China hier als maßgeblicher Player auftaucht, der also den Redback in Konkurrenz zum Greenback langsam vorbereitet, dann kann ich nur eins sagen, dann bin ich beruhigt und sehe die jetzige Entwicklung als eine massive Manipulation an, die Chancen für langfristig orientierte Investoren mit sich bringt. Und das gilt nicht nur für Gold, auch für Silber. Wenn wir mal spekulieren, zu Silber kommen wir gleich nochmal, aber spekulieren, was denkst du, haben die Chinesen mittlerweile an Tonnage in Gold? Also ich habe keine eigenen Berechnungen angestellt, aber es gibt Kollegen, die das gemacht haben und die seriös sind, und da reden wir
von Größenordnung im Bereich von 5000 Tonnen und das wären die zweitgrößten Goldreserven der Welt nach den USA und ob die der USA mit 8300 Tonnen noch da sind, darf man durchaus bezweifeln, sonst hätte die Bundesbank die 700 Tonnen nicht erst bis 2020 geliefert bekommen. Ja, aber was beabsichtigen die Chinesen mit derlei viel Gold? Es ist für mich ein Hedge für die Dollarposition, die man im Rahmen der Währungsreserven hat, das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, ich hatte es eben schon gesagt, ist der Aufbau einer Konkurrenzwährung zu den USA. Der sogenannte Red Pack, der dann eine dramatische Goldbasiertheit haben will bei ganz anderen Verschuldungsdaten Chinas im Vergleich zu den USA. Und wenn man sich darüber hinaus anschaut, dass China im Moment sehr viele sogenannte Swap-Abkommen mit anderen Zentralbanken schließt, um den US-Dollar im Zweifelsfall, und zwar innerhalb von Sekundenschnelle, aus dem Spiel des internationalen Welthandels mit China herauszunehmen, dann kann ich nur eins sagen, gibt es viel Blauäugigkeit in der internationalen Kulisse, in der Begleitung dieser Thematik. Glaubst du, dass Russland sich da auch mit einschalten wird, mit China zusammen auf einen Goldstandard? Definitiv ja, denn auch die Russen bauen deutlich Reserven auf. Ich habe das heute auch in meiner Präsentation. Dort sieht man ganz drastische Veränderungen und es ist Ausdruck für mich dafür, dass die Achse Moskau-Peking losgelöst von durchaus Divergenzen in der politischen Ausrichtung, aber in diesem Feld eng zusammenarbeitet. Würdest du generell bei der Achse Peking-Moskau auch Berlin gerne mit dabei sehen? Ich würde Berlin gerne mit dabei sehen, aber ich sage auch, wir sind gut beraten hier in Europa, nicht drastische Veränderungen vorzunehmen, sondern evolutionäre Emanzipationsprozesse gegenüber unseren Freunden in London und New York zu initialisieren und durchaus verstärkte ökonomische und fiskalische Nähe zu den BRIC-Ländern, vor allen Dingen Moskau, also Russland, China, aber auch Brasilien zu suchen. Ich denke, das ist im Interesse der Eurozone, Kontinentaleuropas und der Zukunftsfähigkeit im Rahmen eines nachhaltigen Geschäftsmodells. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Silber. Warum bist du vielleicht, so wie ich, geneigt zu sagen, dass die Aussichten des Silbers noch besser sind als die des Goldes? Hat eins, weil die Volatilitäten höher sind, die Ausschläge sowohl auf der Oberseite als auch der Unterseite sind in der Tendenz größer und für mich ist Silber interessant, weil Zentralbanken kein Silber gehortet haben, weil die Physis wirklich sehr, sehr begrenzt ist und ich erwarte eine durchaus stabile Konjunktur. Die Weltbevölkerung steigt von 7 auf 9 Milliarden. Es ist eben nicht nur ein Edelmetall, auch ein Industriemetall mit sensationellen Eigenschaften, ob in Physik oder auch in Medizin. Die Nachfrage hier wird definitiv im Zeitverlauf steigen und dann hat Silber in meinen Augen mehr Potenzial. Also eine Outperformance hier gegenüber Gold im langfristigen Lauf ist in meinen Augen hier auf der Agenda. Würde es dich überraschen, dass Silber der Rohstoff schlechthin in diesem Jahrzehnt sein wird? Nein, also ich gehe davon aus. Gut, danke schön. Okay. Danke schön. So, ich stehe jetzt hier mit Herbert Wüstefeld von der Royal Bank of Scotland und die Frage, die ich an Sie hätte, wäre 2013, war es ein gutes Jahr? Ja, von der Performance der Aktienmärkte mit Sicherheit und aus Sicht eines Edelmetallanlegers nicht so wirklich. Glauben Sie, da kommt noch die beste Zeit und wenn ja, schauen Sie denen eher bange entgegen? Sie meinen das jetzt bezogen auf die Edelmetalle, ja, und Gold anfahren. Ja, die beste Zeit, wie wollen Sie in Gold nie sehen? Ja? Die beste Zeit ist, wenn man sich für Gold nicht interessieren muss. Also in einem gesunden Wirtschafts- oder Finanzsystem kann man ohne, man kann auch eine solide Währung haben ohne Gold. Ja? Das ist nur eine Art Notwehrreflex, wo man mehr und mehr Leute mitkriegen, da stimmt was nicht, da knirscht im Gebälk und greifen dann zu Gold. Und so wie sich die allgemeine Stimmungslage ein bisschen beruhigt, weil man kann nicht jahrelang oder auch nur 300 Tage lang im Panikzustand sein, dann Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. An den Ecken der Welt, da haben sie 20 Jahre lang Bürgerkrieg und trotzdem werden Kinder gezeugt und es werden Betriebe aufgemacht. Wir sind schon eine zähe Spezies. Ja? Das heißt, Leppe geht weiter. Ja. Und dann gibt es dieses Ein- und Ausatmen. Das haben wir an jedem börsengehandelten Kurs. Das haben sie selbst, hätten sie selbst in einem idealtypischen Finanz- oder Wirtschaftssystem, wird es immer eine Phase geben, wo mehr und mehr Optimismus und auch Risikobereitschaft auftritt, die irgendwann mal übertrieben ist, dann zurückgeführt wird. Das war ja mal die klassische
Lehre des westlichen Kapitalismus, dass man dann das auch zulässt, ja. Wenn natürlich dann beim Ausatmen nicht zugelassen wird, dass entsprechend Kapazitäten zurückgeführt werden, dann wird mit Falschgeld ein immer länger künstlich perpetuierter Boom aufrechterhalten, der irgendwann mal zum Scheitern verurteilt ist. Oder wir sind diejenigen, die das so sehen, sind zu blöd und die Herrschaften können uns dann in 20 Jahren bewiesen haben, dass wir uns alle unnötige Sorgen gemacht haben und es geht alles gut. Wäre mir recht. Nichts wäre mir lieber, wenn ich hier in der Einschätzung falsch läge. Das stimmt schon, aber Sie haben ja auch schon Gold gekauft, gar nicht mal so unbedeutende Mengen, Ende der 90er Jahre. Die haben Sie bisher nicht verkauft. Werden Sie die noch verkaufen? Mit Sicherheit nicht. Zu diesem Kurs alles war sie. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, die ersten Unzen zu kaufen, als das mehrwertsteuerfrei wurde. Wie gesagt, 99 im Zuge der LTCM-Krise das erste Mal ein Kilo gekauft. Hätte ich mal 10 gekauft, ja, die hätte ich damals noch bezahlen können. Aber so ist das immer, hätte, wäre, würde. Aber es wäre auch schlau gewesen, 2003 sich mit Aktien beim DAX-Stand von 2,2 vollzusaugen. Also es gibt immer wieder, egal bei welchem Asset, haben Sie immer wieder Möglichkeiten, Zukäufe zu tätigen oder Erstkäufe zu tätigen. Und ich war auch nicht schlau genug Ende 2008, wo ja noch die alte Steuergesetzgebung da war. Und wir hatten das Glück, dass 2008 die Aktien schon tierisch billig waren. Gut, 2009 haben sie noch ein neues Tief gemacht. Aber wenn Sie zu den 2,8er Tiefs Ende des Jahres sich jetzt den DAX oder ein paar Blue Chips dieser Welt gekauft haben, das wäre noch steuerfrei nach alten Gesetzen. Ja. Habe ich auch zu wenig gekauft. Also perfekt kriegt das keiner hin. Ja. Aber dieser Klassiker, und je älter man wird, desto mehr muss man über sich selber schmunzeln. Mein erster Boss hat mir alles erklärt, was richtig ist. Das war ja nicht sexy. Ach, ein bisschen Cash-Haltung und ein bisschen solide Zinspapiere zur Stabilisierung und ein bisschen Aktien und ein bisschen Gold und gegebenenfalls, wenn man dann kann, eine Immobilie. Das ist nicht spektakulär. Da sind Sie nie King, aber sind auch nie Depp und kommen eigentlich ganz gut über die Runden. Und bei allen Optimierungsversuchen, den großen Coup zu machen, ich erwische den Markt oder diese Aktie am Tief und verkaufe sie am Hoch oder gar gehebelt zu arbeiten. Ja. Da kommen alle in die Bredouille. Noch eine andere Frage, die ich habe, ist, Sie sind ja auch bewandert in dem, sagen wir mal, Zauber des Geldes, dem Mysterium, dem Rätsel, der Illusion. Jetzt sind Sie führender Banker bei der Royal Bank of Scotland. Na, führend, wollte ich nicht übertreiben. Ja, aber wie lernt man das als Banker? Das, wird einem das tatsächlich beigebracht? Nein, erstmal ist das auch eine Generationfrage. Ich habe das jetzt 10 Jahre erlebt, wo wir jedes Jahr ein paar Praktikanten haben, die frisch von der Uni kommen. Und dann stellt man fest, dass die natürlich teilweise schon durch eine andere Schule gehen. Also wenn ich mal an die altdeutschen, altfränkischen HGB-Bilanzrichtlinien denke. Ja, das ist halt dieses Niedrigwert, das ist halt sehr konservativ. Aber das war eigentlich immer das Solidere. Und dann kommt die neue angelsächsische Schule und wenn alles gut läuft, dann wird Mark-to-Market bilanziert und wenn es schief läuft, plötzlich Mark-to-Model und nicht mehr Mark-to-Market. Also der Markt wird von dieser Schule bei Bedarf ausgeschaltet und das haben wir jetzt seit Jahrzehnten irgendwie gesehen und da sind natürlich die jungen Leute größtenteils gar nicht kritikfähig genug. Ich muss ja erstmal lernen, bevor ich in der Lage bin, das zu kritisieren. Ja. Und wenn man natürlich noch Ehrgeiz hat, und hat ja auch nicht jeder den Charakter, da nun als 20 oder 25-Jähriger dann gleich gegen den Professor anzustinken oder das leuchtet mir nicht ein. Zumal das ja auch sehr suggestiv ist, ja, und anscheinend ja in vieler Hinsicht auch Erfolg hatte, das so einfach zu hinterfragen. Wir müssen ja auch nach wie vor zugeben, dass zumindest in den westlichen Ländern ja der Lebensstandard wesentlich höher ist als in den sozialistischen Ländern und so weiter und so fort. Das ist ja immer eine Sache der Relation. Nur dieses, das ist halt primär das, was Sie im Alltag nachher lernen müssen, ist nochmal eine andere Sache in der Schule. Also viele Sachen, da brauchten Sie nicht mal ein Studium zu, ja? Oder bestenfalls ein bisschen mathematische Kenntnisse. Ja. Aber vieles ist eben politikgetrieben oder gesellschaftliche Stimmung. Also man ist immer auch Kind seiner Zeit, man kann sich dem ganz schwer entziehen. Ne? Und ich habe ja selber auch gesehen, ich bin ja nicht so starr in meinen Vorstellungen. Naja, wenn Sie da 10 Jahre Goldklümpchen kaufen und dann plötzlich den neuen Markt sehen, dann denkt man schon, vielleicht hast du die Welt wirklich falsch verstanden.
Und man weiß nicht mal, ob man sich dann freuen soll, wenn so eine Blase bricht, weil das ja auch immer Unheil anrichtet. Ne? Nur man kann aus meiner Sicht nicht mehr und weniger machen, als eben versuchen, ein bisschen gesunden Menschenverstand einzuschalten, nicht zu aggressiv zu sein bei Trainings oder Engagements. Und wie es genau ausgeht, weiß keiner. Außerdem, es gibt kein Ausgehen, es geht ja immer irgendwie weiter. Ja. Ja? Also, unsere Eltern, Großeltern, die haben zum Teil zwei Währungsreformen erlebt. Ja? Also, naja, das ist unangenehm, aber... Ja, es geht weiter. Nur die Gefahr ist eben dadurch, dass wir das globalisiert haben. Früher war es ja so, da hat man ein Land oder dieses Land, Südamerika war in jedem Jahrzehnt mal pleite, das gehört dazu. Die Italiener haben ständig eine Null an ihrer dran gehängt. Ja. Aber es war jetzt nicht Massenelend oder Bürgerkrieg oder irgendwas dergleichen. Nur jetzt, wo sich das so verfestigt hat, ist ja auch so ein Widerspruch. Das Ganze lebt doch eigentlich von Wettbewerb. Das gehört auch eng dazu, unterschiedliche Wettbewerb von Gesellschaftsmodellen, von Verfassungen und Wirtschaftssystemen. Ja, wenn überall monolithisch ein System ist, das ist ja dann auch viel gefährdeter. Ja. Das heißt also, da gibt es dann auch kein, there's no place to hide. Ja, das nützt ihnen dann auch nicht. Dann haben sie zwar marginale Unterschiede, aber Amerika oder Europa mit allen seinen Unterschieden, unter dem Strich haben wir dann alle das gleiche Problem an der Backe. Das heißt, man kann auch nicht mal mehr nennenswert diversifizieren. Irgendwie. Ja. Deshalb bin ich so auch manchmal ein bisschen ratlos, muss ich auch zugeben. Okay, vielen Dank. Ja, gerne.